Hi Leute und willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind jetzt beim vierten Rennen, beim großen Preis von Imola, beim F1-Manager, nach einem wieder schwierigen Rennen in Australien, was aber ebenfalls eigentlich kein Wunder war. Sind wir jetzt auf jeden Fall endlich mal wieder in Imola, wo wir auf jeden Fall mal endlich wieder Upgrades bekommen werden. Und das auch nicht nur eins, sondern zwei. Mit mehr Glück könnten es auch schon drei sein an einem Wochenende. Aber das Unterboden-Upgrade kommt leider einen Tag zu spät. Das ist ärgerlich, aber auch mit zwei Upgrades sollte man schon mal viel anfangen können. Und dann kommt danach in Miami Safe das Unterboden-Upgrade. Und das ist auch gut so. Abstimmen über Reglement. Option A wäre das und das. Das ist minimale Regeländerung und moderate. Na gut, nehmen wir halt die minimale, oder? Ich weiß jetzt nicht, was moderat heißt. Aber so wie das aussieht, mehr. Also größer. Also machen wir lieber die minimalen. Würde ich sagen. Und dann. Ja, können wir auch direkt einfach die Zeit vorspulen? Oder erstmal gucken, ob hier Sargent oder so. Ja, der hat tatsächlich einen Entwicklungspunkt schon wieder. 94 hat er jetzt von Kontrolle. Die beiden Kollegen haben nichts. Ne? Nada. Oh, und ja, stimmt. Da kommt das erste an. Frontflügel. Der gute alte Frontflügel. So, dann wollen wir mal machen. Der erste Frontflügel, den wir jetzt hier haben. Können wir ihn schnell, können wir sogar in Normaldurchgang machen, oder? Ja, können wir. Und da können wir einfach mal von direkt 4 machen. Eben. Ja, aber dann würde ich doch lieber schnell machen. Damit die allesamt noch rechtzeitig ankommen, eben. Alle 4. So, dann, ach ja, und dann können wir halt auch noch ein weiteres Teil entwerfen. Was haben wir denn so nicht? Chassis haben, ah, jetzt müssen wir mal gucken. Was haben wir denn allgemein noch nicht jetzt von den Teilen? Chassis hätten wir nämlich schon mal. Ja, da haben wir sogar schon drei, stimmt ja. Heckflügel hätten wir noch keins gemacht. Und Aufhängen auch noch nicht, ja. Dann würde ich einfach sagen, machen wir mal den Heckflügel. Weil der noch ein größeres Upgrade ist als die Aufhängung. Aber nicht so viele Stunden am Reinballern. Das können wir gut für vor allem Unterboden gebrauchen oder auch für andere. Da würde ich mal sagen 8, 0,8. Und hier, ja, hier können wir schon mal 15 machen. Aber nicht zu viel, weil der Heckflügel ist nicht so effektiv. Einfach. Und darum, ja. So, aber dafür tun mir die ganzen Kollegen hier wohl. Ah ja, der Heckflügel dauert lang. Aber lang. Gut, wenn man schnell macht, auch nicht, aber. Ja, machen wir so. Viel Geld, aber was soll's. In 39 Tagen soll er ankommen. Dauert das dann auch ein bisschen wieder. Und da kommt das nächste Design schon direkt. Seitenkästen. Gehen wir mal ins Lager wieder. Seitenkästen ist auch schon der dritte jetzt. Von Seitenkästen machen wir hier Schnelldurchgang. Ja. Wisst ihr was? Komm, wir machen einfach zwei Notfall direkt schon. Einfach zwei Notfall. Dann haben die jetzt von hier den neuen den neuen Seitenkasten. Und dann nochmal zwei im Normal anfertigen lassen einfach. Ach so, ja, beinahe hätte ich vergessen. Und dann natürlich, wie immer, wir können jetzt die Aufhängung machen, aber die will ich nicht, um ehrlich zu sein. Machen wir doch gleich den nächsten Seitenkasten oder das Chassis. Ach, wisst ihr was, komm, wir machen den nächsten Seitenkasten direkt. Obwohl, oh, ist der so gut? Ja, da ist schon gut eigentlich. Ja, ist schon gut so. Machen wir dann so, so, so und so. Der kommt auch, der dauert immer gar nicht so lang, glaube ich. Nee, 29 Tage. Der kommt sogar ein bisschen eher an als der Heckflügel. Und ist auch noch deutlich billiger. Und Welten billiger. Okay, und das wär's dann mit den Upgrades. Leider bekommen wir halt, wie gesagt, den Unterboden nicht mehr rechtzeitig an. Mann, ist schade. Schade, schade. Da haben wir schon mal die Fertigung des Frontflügels. Machen wir dann gleich. Ah, Ergebnis der Abstimmung. Da gucken wir auch direkt jetzt noch rein. Was haben die dafür gestimmt? Okay, die meisten haben dafür gestimmt,
Aber die meisten nicht. Die Hälfte. Okay, oh, wir haben Glück, wir haben Glück. Die Hälfte hat dafür gestimmt, also für die minimalen Änderungen. Und die Hälfte dagegen. Und dadurch hat dann der T-Breaker, also der Vorstand wahrscheinlich, oder die Formel 1-Bosse, oder wie man das sagen nennen möchte, auch abgestimmt für eine 11. Stimme halt. Und die haben auch zu unserem Glück, weil wir dafür gestimmt haben, auch dafür gestimmt. Somit hat das die geringfügigen, minimalen Regeländerungen jetzt die Auswirkungen am Ende. Ja, so auch mir recht. Also nicht so viel müssen wir nicht haben. Müssen wir, würde ich sagen, nicht haben. So, jetzt noch schnell den Frontflügel einfügen hier. Da haben wir zwei neue Upgrades. Boah, das könnte gut sein. Und Q3, Q2 natürlich. Ah, der Unterboden, der würde schon gut tun, wenn der jetzt auch noch dran wäre. Ne? Boah, dann könnte das richtig genial werden. Aber auch so könnte es genial werden, definitiv. So, und da kommt der Moment, wo wir mal wieder was jetzt mal tauschen müssen. Und zwar ein Getriebe werden wir jetzt mal wechseln bei Gasly, 49%. Damit kommt man, würde ich sagen, nicht mehr weit. Gut, bei Alonso auch nur 51 mal hin, aber trotzdem können wir dann für die Trainings wieder benutzen. Motor könnte man auch schon jetzt ersetzen. Wir haben ja vier zur Verfügung eben. Und wisst ihr was? Wir machen es einfach. Wir tun einfach jetzt hier einen neuen Motor einfach. Das kann ganz gut sein. Es wird ganz gut sein. Auf jeden Fall sogar. Und darum passt das. Zweimal neue Komponenten bei beiden. Jetzt hilft nochmal umso mehr natürlich. Und dann würde ich sagen, legen wir los ins erste Qualifying-Segment. Beide haben frische Sätze. Wir werden die beiden wieder ein bisschen Respektabstand losschicken. Aber im ersten Training ist ja eigentlich egal. Und im zweiten. Hauptsache im dritten. Dann kriegt nicht unbedingt jemand mit. Da hab ich bisher zweimal, dreimal nicht geschafft. In drei Qualifyings. Im ersten hatte Gasly einen guten Windschatten, einen mega Windschatten. Im zweiten Alonso. Während Gasly keinen hatte. Und im dritten wieder Gasly. Also. Hat das noch nicht wirklich perfekt hinbekommen bisher. Was das angeht. 99%. Ja. Und ich glaube auch, das kann man gar nicht mehr verbessern. Und darum lasse ich bleiben. Alonso 100, 99 von 100, na besser geht's doch fast gar nicht. Gut, 100, 100, aber kann man halt nicht immer schaffen, aber das ist gut. Oh, die Ferraris, die sind hinter uns und das ist ganz schön. Die hatten keinen Wind von die beiden. Gasly und Ocon, Gasly und Alonso. Aber da kommen noch die Red Bull, die machen mir Sorgen. Die machen mir Sorgen, weil die jetzt kommen, Verstappen. Ah, und der Typ, der muss natürlich die Party zerstören. Ocon! Wo kommt der jetzt einmal her? Lol. Ah, Verstappen, Mann. Der ist aber echt on fire. Zwei Rennen in Folge ist schon gewonnen. Wo wir, naja, verhalten unterwegs waren, sage ich mal. Aber wir haben zwei Upgrades bekommen. Und wir werden noch ein weiteres bekommen. Vor Miami dann. Alter, ist es eng schon wieder. Alter, ist es eng. Aber mit der Strafe, da ist nämlich im dritten Training mit irgendjemand gecrasht und da hat er eine Strafe davon gezogen. Ja, das ist keine Überraschung. Vettel könnte man als Überraschung vielleicht ziehen. Pochère ist halt echt gut, ne? Also im Vergleich zu Vettel zumindest. Das überrascht mich schon ganz schön. Was hat er denn hier? Ah, kann man leider nicht verkennen, schade. Auf geht's ins Q2. Mit wieder gebrauchten Reifen versuchen einfach. Radio check okay. Jetzt kriegen beide, glaube ich, Windschatten. Alonso von Bottas und Gasly von seinem Teamkollegen. Und Verkehr. Oh, Glück gehabt mit Verkehr. Richtig Glück gehabt mit Verkehr. Nutzt man eine saubere Runde von beiden Seiten. Eine Zehntel gegen Alonso schon am Ende. Alle 30 Sekunden Leader. Da Gasly, das hat ihm in Twitter nicht gefallen. In Australien war er schneller, gut, da war auch der Windschatten dabei, aber ich glaube auch ohne Windschatten wäre er auf Pole gefahren. Also vor Alonso zumindest gelandet. Aber deutlich, also die Ferraris werden ein bisschen das nachsehen. Oh, Ocon! Alpine fand die auch nicht so schlecht. Und Gasly ist zumindest mal vor Verstappen jetzt aktuell. Ah, wir sind im Polkampf wieder dabei. Und diesmal auch vielleicht gar nicht mal unbedingt mit einem Monster Windschatten zu brauchen.
Die Upgrades, die wirken Wunder, so wie das aussieht. Aber auch Perez sogar noch gar nicht mal weiter aktuell. Warum fährt die überhaupt normal? Also Verstappen zumindest. Wer ist es locker safe? Kann sich hier ein bisschen sparen mit den Reifen und so. Und am Ende verbessert es sich nicht mal wirklich. Außer ein bisschen. Ist Perez weiter? Ich habe jetzt nicht geguckt. Ja, natürlich ist er weiter, klar. So, keine Überraschung. Okay. Magnussen können wir als Überraschung sehen, der so stark die ganze Zeit war auch. Gasly gewinnt das zweite Training. Das zweite Qualifying. Auf geht's ins dritte. Mit zwei frischen Sätzen Soft. Jetzt gehen wir aber in den Respektabstand. Kein Windschatten für beide. So. Oder wenn dann beide wieder gesagt Windschatten, aber jetzt haben beide keinen. Können dann Verkehr natürlich haben. Ja, und das werden sie haben. Ah, wohl! Ah, wollte ich doch gar nicht. So, komm, mach doch! Dummes, nicht anklicken. So, Gasly, ja, oh, Alonso, mir. Eine Tausendstel ist Alonso schneller als Gasly, alles klar. Das ist mal wieder super eng jetzt. Come on, geht das wieder los mit dem Verschwimmen oder was? So, das Problem hätte ich hoffentlich gelöst jetzt. Gasly schnellste aber im Mittelsektor. Und am Ende, Gasly schneller auch im letzten Sektor, aber nur eine halbe Zehntel circa. Nicht mehr so viel, wie es mal war. Perez dahinter. Was macht Verstappen jetzt? Ja, oh Mann, ich glaube, der hat doch guten Windschatten gehabt. Ah, oh Mann, der Typ, der nervt. Der nervt gewaltig. Ah, gut, einen Mann haben sie noch. Jetzt müssen wir versuchen, dass beide Windschatten bekommen. Ich meine, Gasly und Alonso hatten keinen Windschatten. Verstappen hat Lappe gehabt, ein bisschen. Der war nah dran an jemanden, habe ich auf der Karte hier gerade gesehen. Wir müssen das jetzt clever anstellen. So müssen wir jetzt hier gucken. Alonso und Gasly. Ja, könnten. Ja, sind ungefähr. Ist ungefähr Respektabstand zumindest. Ob es einen Windschatten gibt, keine Ahnung. Wahrscheinlich eher nicht, aber es, zumindest sind sie nicht so nah dran und auch nicht so weit weg. Sagen wir es mal so. Ich kann das Ganze nochmal verbessern. Aber 2 Zehntel, ich glaube, das wird nicht reichen. Alonso verbessert sich immerhin. Ja, Gasly nicht. Schade. Aber zweiter und dritter, hey. Das wäre doch richtig gut. Alonso, keine Verbesserung im Mittelsektor leider. Gasly mit Verbesserung im Mittelsektor. Aber für die Pole wird niemals reichen. Wenn man einen gelben Sektor hat, reicht das niemals. Aber immerhin verbessert Verstappen. Ohne Ocon! Was zur Hölle? Gasly keine Verbesserung. Was zur Hölle? Der hätte fast noch Gasly geschnappt, Ocon. Der hätte fast noch Gasly überholt. 3000stel. Was ist denn mit dem Ocon los hier? An diesem Wochenende. Albon hat er mal völlig zerstört. Aber mal völlig. Der hat unsere beiden gesplittet. Wo, was, wie, warum? Wie hat er das gemacht? Wo kam das her vor allem? Was? Der hat man ja dann noch nie gesehen. In der ersten Saison, ne? In der zweiten Saison, ne? Und in der dritten bisher auch noch, ne? Alter, aber was? Aber freut mich für ihn. Wow. Alba hat unten die Strafe, stimmt ja. Das macht nochmal doppelt bitter für ihn. Und lässt ihn nochmal blöder aussehen als gegen Ocon. Wahnsinn. Alter. Wo kam das her? Das splittet einfach mal unsere beiden. Mit dir hatten wir ja noch gar nichts zu tun eigentlich in der ganzen Karriere. Eigentlich. Kommen wir zumindest nicht im Sinn gerade. Wo? Ja. Okay. Auf zur Strategie. Die wird. Ja, eine 1-Stop. Wahrscheinlich, aber. Mit Hard oder mit Medium? Ich würde sagen. Wir machen Medium einfach. Wir machen einfach Medium. Diesmal wieder. Der Einser kann hier gut sein. Oder kann mit unserem Reifen vielleicht wieder mal möglich sein überhaupt. Zumindest so die Einstellungen. Zack, 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 zack. Benzin hochstellen. Fast die anpassen wieder. Druck machen. So, dann kann es losgehen. Mit dem großen Preis von Imola. Zweiter und vierter. Ocon dazwischen. Verstappen vorne. Es wird spannend.
Die Fahrer stellen sich bei blauem Himmel und Sonnenschein auf. Und da haben wir Pierre Gasly. Ein Start vom zweiten Platz heute. Das wird eine echte Chance. Und hier ist Alonso, der zweite Fahrer des Teams. Vielleicht nicht so nah an der Spitze, wie er hofft, aber wir wissen, dass sich die Positionen in den ersten paar Kurven sehr ändern können. Alle blicken gespannt auf das Rennen, den großen Preis der Emilia-Romagna. Das Startsignal erlischt und los geht's. Los geht's. Pierre kriegt einen okayen Start, aber Ocon kommt auch gut weg. Ocon, das ist Ohren. Oh, Ocon, der greift tatsächlich Gasly an schon direkt. Ocon, der ist sowieso die Überraschung des Wochenende schon. Kann sich Pierre wieder durchsetzen? Ja, kann er, so wie es aussieht. Okay, Pierre bleibt auf Platz 2. Hinter Verstappen. Ocon ist okay, unglaublich. Der Typ ist unglaublich, Ocon. Der ist allgemein, also unglaublich. Ja, Gasly jetzt erstmal vorbei im Verstappen. Mit dem ES jetzt schießt er vorbei im Verstappen. Easy. Wir lassen ihn mal noch ein, zwei Runden zumindest mal pushen, um mal zu sehen, ob er sich sogar absetzen kann oder ob. Ah, oh, Alonso ist schon vorbei und Ocon ist sogar währenddessen. Und Pierre scheint sich sogar wirklich leicht zumindest absetzen zu können. 6 Zehntel schon mal. Jetzt kommt ein bisschen Wind von dazu, ja. Alonso, der weiß es auch, anscheinend wissen ein bisschen. Ja, Gasly kann sich wirklich ein bisschen absetzen, tatsächlich. 9 Zehntel. Oh, da kommt so ein Angriff von Fernando, aber er kommt noch nicht vorbei. Oh, jetzt will das aber wissen. Oh, jetzt will es wissen, innen. Na, Gasly ist sogar ein bisschen weg. Oh, jetzt bekämpfen die sich noch. Eieiei. Das ist ja mal crazy. Ja, okay. Ich würde sagen, das war's aber schon mal mit dem Pushen. Gasly mir schnell runter. Wir können nur versuchen, dass Alonso noch absetzen kann, aber. Ah, nee, Standard machen wir lieber. Und auch bei Gasly jetzt hier runter mit dem Fahrstil. Ocon da immer noch dran, das darf ja wohl wahr sein. Wie kann denn der Ocon noch dranbleiben hier? Ich habe keine Ahnung. Oh, der Windfahren bringt was. Der Windfahren taugt was. Oh, hat es die Alonso sogar? Hat es sich noch auch reingefahren? Ja, hat er tatsächlich. Stark gemacht von Fernando. Aber vielleicht kommt da Ocon nicht so ganz hinterher. Der Ocon, der ist immer im DS-Fenster, während Perez gar keine Chance hat. Der Perez hat gerade gar keine Chance. Lol. Okay. Aber auch Ocon scheint es mal abreisen zu lassen, oder? Ja, oder nicht? 9 Zehntel, ja komm, fahr mal aus dem DS-Fenster. Los, fahr raus. Ja, jetzt ist er draußen, oder? Nee, war er nicht, glaube ich. Das muss wieder eine Millimetersekunde gewesen sein jetzt. Ja, war es auch. Ach, ich probiere wieder diese Perspektive, so. Alonso mit der nächsten Runde, aber. Und Ocon ist raus. Perez, der ist schon meilenweit weg. Was macht er denn? Ich habe keine Ahnung. Aber erstmal ist Ocon ist raus. Ja, es war auch klar, dass er eigentlich nicht unbedingt mithalten, obwohl. Der ist wieder im DS-Fenster. Was? Was macht der Ocon hier? Ich habe keine Ahnung. Das ist ja Bombe, was der macht aktuell. Zurzeit zumindest. Absolut Bombe. Aber halt auch wirklich. Auch bei Gasly ist mal das ES leer. Ja, aber ich glaube, jetzt war er raus, oder? Jetzt war er raus, Ocon. Jetzt war er definitiv raus. Das sieht man doch gerne. Weil damit wird es ein Dreierkampf, wie es aussieht. Aber allgemein, Ocon macht ein starkes Wochenende. Na, das kann man nicht leugnen, das muss man sagen. Ey, der im Qualifying splittet der unsere Jungs und ist Dritter. Und jetzt hier im Rennen war der auch bis Runde 5, sag ich mal, im DRS-Fenster. Und ist schon 3 Sekunden weg von Perez. Im Red Bull, im anderen Red Bull. Das ist einfach nur ja, Wahnsinn. Unglaubliche Leistung. Ich meine, wenn man sich mal Albon anguckt, der ist hier. Ja, wo ist der denn? Der 12. nur. Der ist nur 12. Albon.
Jetzt kommt der Angriff von Alonso. Neo, was machen die denn? Ja, unglaublich. Da ist er, Ocon noch. Der ist immer noch. Der ist noch in Schlagdistanz trotzdem. 1,2. Der ist noch da. Den muss man noch. Mit dem muss man noch rechnen, auf jeden Fall. Definitiv. Aber er hat kein DS und das wird ihm ein bisschen zum Verhängnis. Weil damit wird er nicht rankommen, schätze ich mal. Jetzt kommt mal vielleicht Alonso gegen Gasly. Reicht nicht. Ja, hier kann man auch nicht gut überholen. Der bleibt dran. Der bleibt dran. Der Ocon. Und der zieht weg von Perez. Der könnte, ich glaube, der hat das Zeug, der Ocon, wieder ins DS-Fenster zu kommen. Ich sag's euch ganz ehrlich. Der hat das Zeug. Ganz sicher sogar. Aus eigener Kraft sogar. Ich glaube, das ist aus eigener Kraft hat das Zeug. Ja, der kommt gefühlt wieder nie ran, ist hier. Hat zwar immer noch kein DS, aber der wird das wieder haben. Ah, wo hier hat er jetzt wieder, haben sie wieder das DS jetzt mehr oder weniger auch. Man könnte von einer Vierergruppe. Ja, da kommt näher. Der kommt näher, der Ocon. Der wird wieder ins DS-Fenster kommen. Unglaublich. Unglaublich. Was hat Alpine für ein Upgrade gemacht? Oder. Haben wir überhaupt nichts gemacht? Ich meine, Albon, der ist ja echt unterirdisch, 12. ne? Ocon, der ist wieder dran, ja. Ocon wieder dran. Ja, oder nicht? Ja, der wird aber rankommen. Der ist dran, wenn man so will. Unfassbar. Was macht der? Er ist Leclerc mal vorbei, im Perez sogar. Ab 5 Sekunden. 5 Sekunden schon. 5. Und Alonso kommt nur noch vorbei an seinen Teamkollegen. Die Anweisung habe ich nicht rein. Ich lasse die beiden fahren. Die fahren ja beide um die WM. Ich will beiden die Chance geben. Oh, Alonso! Oh, Alter, schreck mich doch nicht so. Er fährt ein bisschen weit von Linie. Ja, okay, er ist noch auf Platz 2 und hat keine Zeit im Grunde verloren. Aber es sah gerade. Oh, geringer Unterbodenschaden, Alonso. Oh nein. Aufgepasst, da ist der Wagen von Alonso. Ah, ja, auf die Kürbisse gekommen. Und wie? Oh, wird das Schaden. Wird das jetzt auf seine Performance ein bisschen auswirken? Dieser Unterbodenschaden oder. Ist das nur geringfügig? Oder merkt er den gar nicht? Ja, bis jetzt würde ich sagen, er merkt ihn nicht, weil noch kann er gut mithalten mit Pierre. Na gut, hier wird er aber hier. Weiß, ja, 6 Zehntel, ja, 7 Zehntel. Wollen wir hoffen für ihn, dass der Unterbodenschaden jetzt nicht an seiner Leistung ausmacht. Auf jeden Fall war es schon ein bisschen weit weg, 7 Zehntel, ne? Auf der Ziel mal. Ja, der Typ Ocon, der ja unglaublich, der ist da dran und klebt ihn dran. Aber sieht gut aus für Alonso. Ich glaube nicht, ja, sieht gut aus. Der bleibt da dran und kann Pierre sogar angreifen. Macht aber nicht. Na, ja, hat er nochmal Glück gehabt. Der Unterbodenschaden scheint jetzt keine Auswirkungen zu haben auf seine Leistung. So wie das zumindest aussieht. Ja, hat er nochmal Glück gehabt. Aber trotzdem halt ein bisschen unnötig natürlich, weil. Ist halt so, ne? Ich würde sogar mal ganz kurz einfach ein bisschen weiter vormachen wollen. Einfach mal gucken, bleibt Pierre wirklich die ganze Zeit vorne oder. Ja, da, ja, man kann ihn in die Mola einfach nicht überholen, wie man sieht. Ich meine, der kommt immer bis zu 2 Zehntel ran, aber dann war es das auch schon, ne? Also unglaublich. Da kommt die erst in die Box, das waren die Softfahrer, glaube ich. Schätze ich einfach mal. Ja, Alonso kommt nicht vorbei. Alonso kommt halt nicht vorbei. Das ist halt einfach eine Strecke. Da muss man sich echt zusammenkneifen mit ab. Da kommt man nicht so leicht vorbei einfach mal. Das ist halt einfach so. Aber jetzt sind wir nah dran. 15. Ist das nah dran? Ah, nee, wird wieder nicht. Wird wieder nicht. Ja, da kommt kaum näher. Ocon! Oh, und das war's für Ocon. Okay. Da haben wir Alpine. Ja, das war für Ocon. Oh je, weiter weg von der idealen. Das war's für ihn. Ich glaube, jetzt kommt er nicht mehr daran. Jetzt ist er 4 Sekunden dahinter. Aber soll mir recht sein. Ich meine, damit sind es nur 3, die um den Sieg kämpfen, 40 Mal. Aber das war ein Fehler. 4 Sekunden holt er jetzt nicht mehr auf. Es war ja nicht so, dass er deutlich aufgeholt hat, als er aufgeholt hat mal. Na, also wenn es 4 Sekunden, puh. Da muss er sich schon anstrengen, wenn er da vorbeikommen will. Noch.
Jetzt ist Alonso mal nah dran hier sogar. Ja. Jetzt könnte es klappen mal für ihn. Aber wird es klappen? Ne, es klappt wieder nicht. Obwohl er mal diesmal nah dran war. Näher dran war sonst, definitiv mal. Ah, ich weiß, wie lange wollen wir noch fahren mit den Reifen? Werden wir sehen müssen. Ah, ist jetzt sogar verliert sogar ein bisschen was. Ja, ja. Das war gerade ein fataler Fehler. Ja, ja, jetzt verliert er auf einmal. Oh, Alonso! Hat's doch mal geschafft. Kann man es irgendwie sehen? Kann man es irgendwie sehen jetzt hier? Ich weiß es nicht. Aber Pierre will sich das nicht gefallen lassen, so wie das aussieht. Ja, der will sich nicht gefallen lassen. Und der hat auch das DS. Der ist richtig nah dran und hat das DS auf jeden Fall. Aber kommt er vorbei? Ich glaube nicht, oder? Oh, es kommt der Verstappen noch. Aber Pierre, er macht's. Er macht's. Oh, gut, jetzt kommen mal die Angriffe endlich. Und Pierre zählt sogar durch. Wow. Stark gemacht. Hat er sich stark gemacht, auf jeden Fall. Ja, und das ermöglicht trotzdem auch, komm ich da vielleicht ein bisschen näher ranzukommen, obwohl, naja, nee. Nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Wir könnten aber jetzt mal ein bisschen angreifen fahren, oder? Mal ein bisschen auf angreifen fahren. Ich glaube, das können wir mal machen jetzt. Jetzt werden wir das Setting für den Stop offen. Und ich würde sagen, hat wie immer, der da vorne liegt, den holen wir als erstes rein. Wie wir es halt immer machen. Oh, Alonso. Will da wohl über was nachdenken? Über einen Angriff, über einen Move? Aber macht er dann doch nicht, okay. Ich will mal ein bisschen von Verstappen absetzen, wäre gut. Ja, hier kommt Pierre wieder ein bisschen weiter weg jetzt auf einmal. Wird Pierre sogar fast ein bisschen eher mal reinholen wollen? Einfach mal. Oder eine Runde später halt einfach. Auch. Na, oder ein bisschen später beide vielleicht sogar. Als Verstappen. Ich will auch erstmal sehen, wo Verstappen überhaupt rauskommt dann. Kommt der jetzt schon in die Box, Verstappen? Ja, er kommt rein, okay. Das heißt, ja, wir haben die optimale Stop-Runde. Ja, Ocon kommt auch rein. Wir werden noch abwarten. Ich werde sehen, wer vorne ist dann am Ende der Runde. Denn wenn jetzt wir Gasly rein wollen, dann am Ende ist Alonso vorne. Oh, die meisten kommen rein. Oh, ist gar nicht mal so gut. Ah, komm, Verstappen, ein bisschen im Verkehr wenigstens raus. Ja, nee. Der hat perfekt freie Fahrt. Okay, hätten wir auch reinkommen können, müssen, sollen. Aber Gasly ist aktuell noch vorne. Und darum würde ich sagen, holen wir Pierre rein. Ich denke auch nicht, dass Alonso da jetzt irgendwie vorbeikommen wird jetzt noch auf diesen letzten Metern, oder? Oder? Will das noch versuchen irgendwie? Wagt er es noch irgendwie? Naja, Reifen vielleicht, obwohl bei Gasly sieht der Reifen vielleicht sogar besser aus, aber er ist vorne. Er ist vorne und es wäre unfair für Gasly, wenn wir jetzt Alonso rein würden und ihn Undercut ermöglichen würden. Alonso holen wir aber dann dafür jetzt halt rein. Der wird zwar jetzt nochmal sich mehr quälen müssen mit den Reifen, ja. Aber gut, es ist halt so. Im Wesentlichen wird er nicht aufgehalten jetzt, das ist das Gute. No, es fährt sogar noch weiter. Ah, der fährt einen Reifen. Russell bestimmt auch. Oh, und Gasly ist deutlich vorne. Gasly ist deutlich vorne. Boah, die eine Runde mehr hat es voll gemacht. Die war richtig gut, die eine Runde mehr. Ja, 2 Sekunden auf einmal vorne. Wahnsinn. Kann Alonso vielleicht auch davor verdammt gleich direkt kommen? Man weiß es nicht. Diese eine Runde scheint ja ganz gut zu sein. Wie das hier aussieht. Und aussah. Alonso in der Box. Kann Alonso seinen Teamkollegen sogar auch jetzt überholen, weil er eine Runde länger macht? Das wär's ja. Pierre hat jetzt auch die eine Runde voll pushen dürfen, wie Alonso halt. Ist ja nur fair, wenn Alonso jetzt auch mal eine Runde pushen durfte noch. Aber ich glaube, Gasly, der könnte schon vorne bleiben, oder? Ja, der bleibt nur deutlich vorne. Aber Alonso bleibt vor Verstappen. Der bleibt vor Verstappen. Oh, da ist irgendwer gequetscht oder so. Ich weiß es nicht. Aber er bleibt leider nicht deutlich vor Verstappen. Das ist schade. Okay, aber wir machen trotzdem die Reifen jetzt hier
im Normalgang, würde ich sagen. Die sollen es nicht überpushen halt, ne? Klar. Aber dieser frühere Stop, der hat sich für Gassi zumindest bezahlt gemacht. Obwohl, ja, nee, wir lassen die lieber nicht so viel pushen. Lieber nicht. So ist, aber jetzt haben die noch ein Pech vielleicht mit den beiden Jungs, die auf Hard gestartet sind. Schon jetzt Runde Pia aber erstmal. Es könnte es ein bisschen mehr Pech geben halt auch. Oh, jetzt kommt der Angriff von Max und wieder kommt der Angriff von Max. Ja, und wenn die studieren, ist das gut für Gassi. Aber es war auch öfter eine gute Runde, eine gute Inlap oder eine gute Inlap von Pierre. Dass ich den Fuffen rausfahren konnte. Gassi so deutlich schneller als die beiden. Aber wenn er mal darauf aufgeschlossen ist, auf die beiden, könnte so ein bisschen Zeit kosten natürlich, ne? Das könnte bitter für Pierre werden. Für Alonso genauso. Wenn Verstappen so vorne ist und der besser durchkommt, dann könnte so ganz schnell, ja, Verstappen sich absetzen können von Fernando. Aber Pierre ist schneller als auch. Der ist allgemein, glaube ich, schneller. Der ist 3 Sekunden von weg. Bei gleichen Einstellungen hier. Aber Pierre hat irgendwie, lol, weniger Benzin als Alonso. Wie geht denn das? Hab doch gleich hier reingetan. Ist ja auch egal. Ist hier auch egal. Ja, aber der ist wirklich schneller. 3,3 auf einmal. Pierre ist einfach jetzt wirklich auf einmal im zweiten, nur stehen jetzt auf den harten einfach schneller. Jetzt, oder jetzt, wo er sich absetzen konnte, dann bleibt er da vorne. Das lag wahrscheinlich immer nur im DS-Platz, Roma. Ey, der ist schon dran an den Jungs hier. Der ist schon dran. Krass. Einfach nur crazy hier. Hat er sogar das DS von direkt bekommen jetzt? Ja, hat er. Hat er sich irgendwie noch geschult. Und damit hilft ihm, dass ich sowieso wegzukommen von Fernando, ne? Aber jetzt müssen wir gucken. Jetzt wird er mal verlieren, auf jeden Fall. Jetzt müssen wir gucken. Wie kommt er vorbei? Er muss vorbeikommen, schnell, wenn er da vorne bleiben möchte oder will. Und das scheint aktuell noch nicht so ganz zu werden. Ich würde einfach mal jetzt. Nee, wir behalten das mal, das IRS. Macht das jetzt vielleicht? Ja, und er kommt deutlich näher. Er kommt halt deutlich näher jetzt. Die kommt deutlich näher. Das ist jetzt das, was Zeit kostet. Die beiden. Vor allem, es wäre einfacher, wenn die jetzt keinen DS hätten, ne? Aufeinander. Das haben sie aber. Und die bekämpfen sich wohl noch. Wir können die jetzt aufladen, aber Pierre, aber. Wie gut ist das, dass die das aufzuladen? Jetzt gerade glaube ich gar nicht mal so viel. Aber jetzt. Jetzt mach das jetzt einfach. Jetzt vielleicht einfach. Hier, komm, mach es. Nein. Ah, das ist aber irgendwie Imola. Man kann ihn nicht überholen. Man kann die absolut null überholen. Und das ist gut für Alonso. Und für Verstappen. Ja, aber ES aufladen, wie viel ist ohne? Dazu bin ich ein bisschen zu faul. Weil das immer aufwendig ist. Immer wieder aufladen, bla 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 und all das. Jetzt vielleicht? Ah nee, fahre. Jetzt aber, komm da innen. Ah nee, er macht's nicht. Verstappen vorbei an Alonso. Oh, das war. Oh, das war. Nee, wollte jetzt helfen. Da innen, ja! Ja, da innen. Mach's da innen, ja. Perfekter Zeitpunkt für sowas. Weil jetzt. Ja, vielleicht sogar noch Alonso. Vielleicht sogar No Wiss. Ja, direkt hinterher, wollte ich gerade sagen. Ist das eine neue Rennplatzierung für Haas? Und jetzt versucht die abzusetzen einfach. Lass ihn mal ein bisschen aggressiver jetzt fahren. Na. Jetzt wird er aber vielleicht sogar aufgeschmissen sein damit. Ganz eventuell zumindest. Na, komm, komm, bleib von. Er bleibt von. Aber Verstappen hat das Problem jetzt. Gassi ist vorne, kann sich vielleicht absetzen, womöglich auch. Er würde locker schaffen, sich abzusetzen, natürlich, klar. Naja, der ist weg. Pierre ist weg. Und Verstappen hat das Problem jetzt auch. Und Gassi kann sich die Chance nutzen. Ja, komm, wir lassen das mal mit aggressiv fahren. Die Reifen müssen halten. Der ist weg auch. Außen die S-Fenster deutlich. Und Verstappen, der hat das ist dasselbe Problem halt. Genau wie Alonso. Und, oh, Alonso, komm, mach es. Oh, schade, kein ES. Ich lass mal gut, ES aufzuladen, solange Verstappen hier auch noch feststeckt. Der Gassi auch. Der kann immer ES aufladen. Solange Verstappen nicht vorbeikommt. Schnellste Runde, Pierre sogar. Let's go. Solange dem Verstappen nicht vorbeikommt. Können wir auch bei Gassi mal ein bisschen ES aufladen? Ja, okay, jetzt. Ja, jetzt hat er. Oh, no, ist dann lässt sich aber das noch nicht gefallen. Ja, aber jetzt muss ich doch. Es sich gefallen lassen einfach. Wir können aber bei Pierre einfach ein bisschen ES aufladen zumindest. Aber bei No, Alonso, der darf's nicht. Der muss schnell vorbei auch an Norris jetzt. Ja, und das schafft er auch. Hat ein bisschen ES übrig. Kann es ein bisschen rausballen ist hier. Aber jetzt hat er keins mehr. Oh, das wird ihm zu Verhängnis natürlich.
Ja. Auch ohne ES ist es sogar schneller. Jetzt kommt Verstappen wahrscheinlich vorbei. Oder hält das noch einmal, Russell? Ja, scheint zu halten noch einmal. Sehr gut. So lange kann Pierre schön das ES sparen. Alonso könnte auch, aber bei ihm will ich es eigentlich nicht unbedingt. Der muss es hier nämlich. Ja, und vielleicht kommt auch so vorbei. Jetzt mal endlich. Ja, er macht zumindest. Er versucht's. Und er zieht auch den vorbei. Sehr gut, er zieht vorbei. Also auch ohne ES kann es klappen. Und Pierre ist allgemein weg. Pierre ist weg. Pierre ist sowas von weg. Mit einem Überholmanöver. Der kann nur weniger Benzin sein fahren. Der kann mal ein bisschen Benzin sparen, sogar so lange jetzt. Kann nur gleich wieder ES benutzen, ohne dann in Gefahr zu geraten. Jetzt wird er mal vorbeikommen und damit wird das ES auch wieder benutzt jetzt. Würde ich einfach sagen. Ja, aber Benzin nicht nur sparen jetzt lieber. Verstappen ist trotzdem schnell natürlich. Ja, Alonso. 36 gelb. Das heftige wäre jetzt unnatürlich ein bisschen bitter. Sehr bitter, jetzt kommt Alonso, aber. Ja, komm, Alonso, Die zieh Räder mit. haben wir blockiert. Alonso, zieh einfach mit jetzt. Zieh mit. Geh mit, Verstappen. Ja, 18. Da ist immer noch ein DS-Fenster sogar. Der ist immer noch ein DS-Fenster. Ah, jetzt aber nicht mehr, weil er kein ES hat. Haas überholt. Weil er kein DERS hat, leider. Und Pierre ist einfach schnell. Pierre ist jetzt einfach wieder schnell. Er hat sogar das DS abgestaubt noch. Sehr gut. Und das hilft natürlich, um da dran zu bleiben. Oh ja, sehr gutes Rennen bisher auch. Ocon fließt da auch langsam auf die beiden. Pierre hat wunderbar ES, ja. Auch Alonso müssen wir aber jetzt mal ein bisschen Benzin ist hier ein bisschen runter kegeln. Einfach auch. Aber Pierre ist erstmal weg. Pierre ist einfach erstmal wirklich. Die Reifen, wie sehen die gegen Verstappen aus? Ja, besser, aber ist nicht deutlich besser. Also das hat schon gut getan auf jeden Fall. Alonso hat sogar noch bessere, klar. Aber Alonso, der wird den angreifen können gleich. Schnellste Runde von Pierre erneut sogar. Ohne wirklich zu pushen. Grad, also Wahnsinn. Könnte aber auch das ES gewesen sein. Oh, Alonso aber sogar. Alonso konnte die sogar, ja. Er hatte auch das DS gehabt, muss man fairerweise sagen. Gasly hat es eben nicht gehabt. Aber letzten Endes ist mir halt egal, wer von unseren beiden da vorne ist. Letzten Endes ist mir egal, wer da die schnellste Runde holt. Hauptsache, es hat einer von uns. Obwohl ich glaube, es könnten sogar Russell oder Norris sein. Weil die am Ende Mediums haben werden. Gasly 5 Sekunden vorne. Der dominiert hier wieder. Jetzt vollkommen. Jetzt wo er weit weg ist, hat auch kein S mehr. Aber wen Scherz. Gib mir deine Batterie. 5 Sekunden ist super. Ja, bei Dings hier, bei Alonso müssen wir auch mal bald irgendwann mal aufs ES gucken. Definitiv. Wir können auch erstmal ein bisschen mal davor machen, würde ich sagen, oder? Ich habe Ocon auch das Problem mit dem Verkehr. Nur mal so, ne? Ja, Gasly setzt sich ein bisschen ab gegen Verstappen. Alonso bleibt erstmal nur dran. Bei dem kann man jetzt aber nicht so viel machen, schätze ich mal. Ja, Gib mir noch Kraftstoff ein ist niedrig, Batterie. das wird schon wieder im grünen Bereich gehen, keine Okay. Sorge. Das wird schon wieder. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ocon ist wieder mittlerweile auch vorbei an denen hier. Hat aber viel verloren. Aber Ocon, ey, Platz 4 für Ocon, das wäre halt genial, ne? Das wäre halt wirklich wie ein Sieg, wenn man so will. Oh, da ist Verstappen, der jemanden überrundet hat. Mick war das, glaube ich, ja. Der, oh, ganz weit hinten schon wieder. Was macht denn der schon wieder? Oh, 6 Sekunden auf einmal. Was machen die denn? Die duellieren sich halt auch noch die ganze Zeit. Alonso vorbei und Verstappen. Sehr gut. Ist das eine neue Rennplatzierung für Haas? Sehr gut, Fernando. Sogar ohne ES. Sogar ohne. Aber das könnte jetzt für Stassi natürlich bitter werden. Natürlich. Ja, Pierre ist schneller. Pierre ist einfach schneller. Der hat auch kein ES mehr. Hat gleich einen Stint wie Alonso. Der ist jetzt im zweiten Stint einfach wirklich schneller. Alonso, Russell und Norris kommen jetzt rein nebenbei. Ja, fallen schon auf Softs vielleicht. Ja, auf Softs tatsächlich. Oh nein. Gasly weit ab von der Linie, aber ja gut. Das ist so egal eigentlich. Gas. Auch Gasly kann mal ein kleiner Fehler passieren. Sieh mal einer an, es ist Pierre Ach Gasly. komm. Druck von innen ist viel Ja. zu einem kleinen Rutscher. Ach komm, Alter. Das ist dieselbe Sache wie eigentlich bei Alonso vorhin, glaube ich. Als der ein bisschen weit von der Linie mal ab war. Hat keine Zeit im Grund verloren. Vielleicht eine halbe Sekunde, aber das ist ja gar nicht schlimm. Also so ein Fehler kann mal passieren, vor allem bei diesem Luxus, den Pierre aktuell hat, kann er sowas sich sogar mal leisten halt. Ne? Das sagt er schon alles. Sowas kann er sich leisten. Wenn die beiden noch dran, können sie sich sowas nicht leisten, klar. Aber das ist ja jetzt gerade nicht so. Ich glaube aber, die fahren das Softs, Russell und Norris. Ich glaube,
Die schnellste Runde wird bei uns nicht bleiben. Niemals. Aber das ist ja wohl egal eigentlich. Wir müssen ja auch nicht immer die schnellste Runde haben, oder? Eigentlich nicht. Mit Alonso müssen wir, also ich würde schon gerne den ersten Doppelsieg der Saison schaffen. Wir müssen dann am Ende so, sagen wir 5 Runden vor Schluss, dass ihr erstmal aufsparen bei Fernando. Und dann, ja, damit er halt gegen Verstappen eine gute Chance hat, logischerweise. Oh, ich könnte aber Verstappen, ja, der bekommt das ERS jetzt. Das DRS bekommt er jetzt. Oh, das ist nicht so gut. Und bitte über Runde, mach Platz, Junge, mach Platz. Gut, er macht Platz. Sehr gut. Oh, es hat ein bisschen Glück mal gehabt mit dem DRS. Kommt, da kam er gut ran am Pierre. Wir können einfach mal ein bisschen weiter vormachen. Ah, Pierre ist schneller. Oh, ist auch Alonso noch, was macht der? Okay, das war's. Oh, Alonso, und der bleibt stehen, der bleibt stehen. Die Räder blockieren und der Wagen fährt geradeaus. Da ist die Wiederholung. Oh, Alonso. Konzentrieren wir uns jetzt auf den Haas. Ah, und da blockieren die Räder. Ja, sowas darf man sich nicht erlauben dann. Sehen wir uns das mal an. Ach, wieder Wiederholung. Ach komm, wie ich kann das sehen, Mann. Er ist 9. da, ganz große Klasse. Nose hat jemand wirklich das Runde. Oh, ja, sowas darf halt nicht passieren, wenn man um den Titel fahren will. Sollte eigentlich ein Alonso wissen. Das sollte ein Alonso einfach wissen halt. Ich meine, Gasly hat immer einen kleinen Fehler gemacht, ja. Aber das war halt ein kleiner Fehler, der vielleicht eine halbe Sekunde gekostet hat, mehr nicht. Und bei Alonso, dann bleibt er noch eben stehen natürlich, wie es die KI macht. Was geht es noch? Keine Ahnung. Schadensbegrenzung betreiben, würde ich sagen. Ich denke schon, dass vielleicht noch auf jeden Fall Albon gehen kann. Und die Ferraris vielleicht. Obwohl, ja, wird das gehen? Ich weiß es nicht. Nicht unbedingt. Ja, nee, ich glaube, es könnte schwer werden jetzt. Allgemein auch für Alonso. Es könnte wirklich nur Platz 9 werden. Och man. So ein Fehler, der darf halt nicht passieren. Sorry, aber der darf nicht passieren. Der darf einfach nicht passieren. Sorry, aber... Wenn man Weltmeister werden will, das ist halt einfach so. Der hat nicht mal gepufft, wie Gasly hat er nicht gepufft. Und bei Gasly war es immer ein kleiner Fehler bloß. Und der hat immer noch einen komfortablen 5 Sekunden Vorsprung. Und den kann er auch immer noch gut verwalten halt, ja? Das ist ja das Ding. Er verliert halt nichts gegen Verstappen aktuell. Also es freut mich für Ocon, dadurch ist der auf dem Podium und wahrscheinlich wird er auch bleiben, schätze ich einfach mal. Wenn er nicht auch noch Fehler macht. Alonso, ja Alonso, was soll man machen? Der verliert, kommt nicht mal mehr ran an Alonso, an Albon. War sich doch der kleine geringfügige Unterbodenschaden, der ihn dazu jetzt verleitet hat, dass er sich verbremst hat? Ich weiß es nicht. Dadurch könnte das Auto ja schon ein bisschen unfahrbar sein, vielleicht. Ja, aber du wärst trotzdem seine Schuld mit dem Unterbodenschaden, wegen diesem Fehler, ne? Ach, keine Ahnung. Wir müssen ihn vielleicht. Ja, ES aufladen lassen geht aber nicht. Da verliert er zu viel. Ach. Alonso muss man ein bisschen angreifen kurz. Der hat das, der kann das, weil der ein bisschen besseren Reifenverschleiß als Gasly hat. Darum kann er mal ein bisschen voll pushen. Muss er pushen? Hat das wieder? Ist hier, oh, ja, das bringt doch schon was. Von ist er deutlich näher dran an Albon. Ja, komm, Platz 6 zumindest noch. Platz 6, komm. Das würde ich schon gerne noch haben jetzt mit Fernando. 14 Runden zum Schluss. Pierre hat das unter Kontrolle. Bei dem müssen wir uns erstmal nicht kümmern. Der hat das erstmal im Griff. Alonso müssen wir uns aber erstmal kümmern, dass der hier erstmal rankommt an Albon und so. Und dann irgendwie zumindest die drei noch haben kann. Die drei gehen noch. Platz 6 kann gehen, das wäre noch gute Schadensbegrenzung dann. Platz 9 wäre aber echt ein Desaster. Wenn man überlegt, dass er auf dem Podium eine Chance auf Platz 2 gehabt hätte. Ja, und das Pushen, das bringt's. Aber wie, du machst noch einen Fehler jetzt. Du musst jetzt pushen. Sorry, aber ich meine... Es scheint ja was zu bringen. Ich kann sich die schnellste Runde noch sichern dabei. Das wäre was. Komm, kann ein bisschen mal Druck machen wieder jetzt. Vielleicht bringt das Pushen ja sogar was. Für die schnellste Runde jetzt. Wer weiß das schon. Ja, aber ich glaube, die Reifen sind zu tot dabei. Zu kaputt einfach. Der Gas ist halt einfach schneller als Max. Der ist einfach der schnellste hier jetzt. Einfach. Das muss man ganz klar so sagen. Er fährt schon mal grün im Mittelsektor. Alonso. Und er ist schon fast dran jetzt. An Albon. Er ist dran an Albon, wenn man so will. Das hat was gebracht, das Pushen. Aber die schnellste Runde, ja, dafür reicht es leider nicht.
Schade. Aber viel mehr pushen kann es auch nicht. Die Reifen müssen halten. Aber er ist dran und das ist mir wichtig. Er ist erstmal dran an diese Gruppe. Das war mir am wichtigsten. Dass er erstmal wieder rankommt an diese Gruppe hier. So, und jetzt müssen wir gucken. Noch, ja, Benzin muss auch jetzt hier. Gassi könnte auch wieder ein bisschen mehr pushen. Aber wir lassen es mit dem Pushen. Gassi hat keinen Druck. Der muss es nicht. Er könnte, wenn er will, auf die nächste Runde vergehen. Aber das machen wir nicht. Oder wollen wir eine Runde immer pushen lassen einfach? Einfach immer mal versuchen, ob er die nächste Runde knacken kann. Wer weiß, er könnte auch ein bisschen pushen mal. Und der Reifenfleiß ist sogar echt besser als bei Alonso. Ich meine, für eine Runde können wir es mal versuchen, oder? Für eine einzige mickrige Runde. Aber dann würde ich erstmal eine Runde lang ES sparen. Eine Runde lang ES sparen einfach. Damit er auf der Ziel auch ein bisschen was hat. Das ist mir da wichtig. Alonso muss erstmal dranbleiben. Bei dem gucke ich mir dann. Ich will auch mal mit Gassi einfach mal versuchen, auf die nächste Runde einmal zu gehen. Das kann nämlich, glaube ich, schon gehen. Ja, obwohl, gut, kann nicht gehen, weil die Reifen sind schon zu kaputt und fein ist, aber. Komm, für eine Runde dürfen wir ES aufbauen, ein bisschen. Das klappt schon so. Und dann für die nächste Runde werden wir ihn einmal komplett pushen lassen mit allem. Auch. Alonso hat auch die Chance gerade gehabt für die nächste Runde. Aber mal erstmal hier das, dann das. Und jetzt. Auch mal Druck machen kurz. Nur mal ganz kurz. Eine Runde. Ich denke, eine Runde sollte gehen, ohne dass er einen Fehler macht, hoffe ich, oder? Komm, für eine Runde. Er soll nur mal eine Quali-Runde fahren, versuchen. Versuchen, eine Quali-Runde fahren. Einfach nur versuchen. Ob er das hinbekommt. Naja, im ersten Sektor schon mal nicht. Okay, gut. Das war fast abzusehen irgendwie, aber. Ein Versuch ist ja wert, mal auf nächste Runde zu versuchen. Mit diesen Reifen, glaube ich, geht es halt nicht mehr, aber mal sehen, versuchen. Ja, grün im Mittelsektor zumindest auch, wie bei Alonso. Er wird sogar noch ein bisschen ES übrig haben für statt Ziel. Das ist auch wichtig. Ja, hat er sogar. Auch relativ viel. Ja, aber er schafft die nächste Runde leider nicht. Aber gut, es war fast schon abzusehen irgendwie. Ja, komm, er soll jetzt nicht mehr überpushen jetzt halt. Er konnte sich den Pfuffen deutlich rausfahren. Ja, und Alonso müssen wir jetzt aufpassen. Bei dem müssen wir jetzt schnell ES aufladen. Der muss ES aufladen, Alonso. Einfach. Ah, Kraftstoff müssen wir auch aufpassen. Dass das noch im grünen Bereich geht halt. Und bei Alonso müssen wir jetzt aufpassen. Gasly ist im Griff. Ja, Gasly ist locker im Griff. ES ist bei Pierre jetzt auch fast. Bei Alonso ist fast voll. Und Fehler. Da, okay, Sainz. Sainz, okay, der ist weg aus Alonso Sicht. Das ist auch was, was man immer in Betracht ziehen muss. Auch sowas kann natürlich dann Alonso nach vorne spielen noch. Selbes Ding wie bei Alonso, selbe Kurve. Sehen wir uns das mal an. Sainz ist jetzt im Fokus. Oh, beinahe hat er das Teamkollegen abgeräumt. Aber gut, damit ist es umso besser für Alonso. Damit hat er es einfacher, jetzt zwei irgendwie zu überholen. ES hat er genug jetzt. Und ich würde sagen, wir werden ihn gleich pushen lassen voll. Oh, da auch der Leclerc macht einen Fehler. Auch Leclerc macht einen Fehler. Geil, Alter. Die Ferraris machen wieder mal Ferrari-Sachen. Und das war innerhalb von ein paar Sekunden. Innerhalb von ein paar Sekunden einfach mal. Machen die hier einen Fehler. Ja, aber gut, somit ist es natürlich gut. Ne? Somit will ich mich nicht beklagen. Somit. Und jetzt greif an, Fernando. Greif an. Mach es einfach. Tu es. Fahr das Ding jetzt immerhin auf Platz 6 noch heim. Oder geht sogar noch was gegen Bottas da noch und Perez? Ich glaube nicht, aber Albon geht es locker, logischerweise. Wegen der nächsten Runde, wegen dem Windschatten ist er sogar. Kann er vielleicht sogar die nächste Runde fahren? Wegen DS vielleicht? Alleine schon? Man weiß es nicht. Er kann es mal ein bisschen pushen halt, dass es dann geht. Und ich versuche es einfach abzusehen von Albon. Das kann gehen. Das kann locker gehen. Oder kann sogar noch rankommen jetzt an Bottas? Kann er jetzt noch rankommen an Bottas? Platz 6 wäre schon mal, wie ich noch wollte mit Schadensbegrenzung. Geht er noch mehr in 4 Runden? Er hat es gut ES angespart. Das hat er genug. Und da könnte sich so absetzen von Albon bestimmt sogar. Hoffe ich mal. Ja, obwohl so ganz wegkommt, tut er sogar noch nicht mal. Aber es sollte reichen, um da auf jeden Fall vorne zu bleiben erstmal. Ja, auf jeden Fall reicht das, um vorne zu bleiben. Naja. Gasly hat es im Griff. Ja, das ist voll im Griff.
Bei Alonso müssen wir nochmal aufpassen mit dem Benzin gleich. Das ist immer noch im roten Bereich. Minus 0,1. Das müssen wir noch im Auge behalten gleich. Und ich glaube, deswegen schon alleine können wir das jetzt nicht machen. Der lässt aber nur abreißen, der Albon. Leider. Wir sollten jetzt doch mal Benzin lieber sparen kurz. Lieber erstmal. Der soll im grünen Bereich gehen schnell wieder. Ja, komm. Lieber im grünen Bereich erstmal das haben. Um damit da immer das Rennen auf Platz 6 beenden kann. Ist das dann hier irgendwie... Okay, grün bereit ist es wieder. Sehr gut. Dann tu es, Fernando. Tu es. Gas jetzt voll im Griff. Wir können sogar einfach nur noch sparen machen, damit er ja keinen Fehler auch wirklich mehr macht. Aber ich denke, Pierre ist da jetzt, wenn er keinen Fehler jetzt wirklich mehr macht. Sollte es sicher sein. Letzte Runde für Pierre. Next lap, last lap. Gas in... Ich dachte, der macht jetzt einen Fehler, weil da hier die Anzeige kam, aber nee. Jetzt komm, Alonso, mach es einfach. Rette es ins Ziel. Auf Platz 6 immerhin. Er kam sogar noch wirklich nach ran an Bottas, ne? Nur mal so. Also vielleicht, vielleicht. Mit ein paar Runden mehr hätte es noch auf Platz 4 auch reifen können, aber er hätte Platz 2 sein können, ne? Das muss man klar sagen. Der Fehler, der war einfach zu teuer. Der war einfach unnötig. Und hätte niemals sein dürfen, passieren dürfen. Aber das ist auch egal. Gasly nehmen wir jetzt auf den letzten Metern. Und wird das Rennen, das zweite Rennen der Saison für sich entscheiden. Nachdem er den Saisonauftakt gewinnen konnte, Verstappen komplett unter Kontrolle dann gehabt. Ocon holt das Podium für Alpine. Also ein gutes Wochenende. Setzt sich fort auf jeden Fall. Und dann Alonso, der ist wirklich am DS-Fenster fast noch. Der ist fast am DS-Fenster, der Alonso. Alter, das hätte noch klappen können sogar. Mit mehr Glück. Mit, sagen wir mal, 3 Runden mehr ungefähr. Hätte es klappen können, schätze ich. Tja, Pierre Gasly trifft dieses Wochenende nach dem Stern. Das ist ein tolles Podiumsergebnis. Das Team ist rundum glücklich. Der Franzose war heute in tadelloser Form und hat dieses Podium-Finish absolut verdient. Heute hat jeder wirklich alles gegeben, aber diese drei werden die großen Punkte mit nach Hause nehmen. Für Haas war das heute ein sehr erfolgreicher Renntag. Es heißt ja, nur Erfolge machen weitere Erfolge möglich. Ja, das stimmt schon. Weitere Erfolge möglich. Wahnsinn. Gasly natürlich wieder in der sagenhaften Leistung auch wieder. Alonso eigentlich auch. Aber der Fehler halt. Der Fehler hat ihm auf jeden Fall mal mindestens mal Platz 3 auf jeden Fall safe kaputt gemacht. Und er hätte auch locker Platz 2 haben können. Ziemlich sicher sogar. Weil wenn ich das ESP, wie gesagt, dann gespart hätte auch noch bei ihm, hätte Verstappen keine Chance, glaube ich, gehabt. Aber gut, ist halt Platz 6 ist noch gute Schadensbegrenzung. Schade, hätte auch noch Platz 4 am Ende sein können. 2-3 Runden mehr, weil da ist er doch noch ganz schön rangeschossen an Bottas und Perez. Aber die WM sieht jetzt so aus. Okay, oh. Immer noch 12 Punkte. Ich dachte, es wären vorhin weniger gewesen noch, aber okay, gut. Aber trotzdem, der Sieg hat gut getan, Tisch. Jetzt, Alonso, ja, der hatte schon ein bisschen, doch langsam ein bisschen mehr Rückstand schon auf Pierre, ne? Also noch hat er die Chance und deswegen werde ich ihn noch fahren lassen. Aber wenn sich schon sehr früh dann doch herausstellt, dass Alonso keine große Rolle trotzdem spielt um die WM, dann muss er halt auch wie Magnussen den Wingman für Gasly dann spielen. Aber ich warte noch ein paar Rennen ab. Also noch hat Alonso, noch ist er nicht meilenweit weg von Verstappen. Natürlich sind nur 51 Punkte, das in noch vielen Rennen. Das kann man locker noch holen, aber wenn das in, sagen wir mal, mindestens in der Hälfte der Saison schon klar ist, dass Alonso es nicht mehr schaffen kann, dann, ja, dann muss er halt den Wingman für Pierre wieder spielen. Und hier sind wir auch wieder gut rangekommen jetzt, aber nur um 3 Punkte. Alpine, die haben heute fette Punkte geholt auf jeden Fall, mit Ocon vor allem auf dem Podium.
Entwicklungsprüfung für Alonso wahrscheinlich mal wieder, ja. So, und da kommt noch das Unterboden-Upgrade an. Oh, das ist das Beste wahrscheinlich, was es geben kann nur. Oh ja, das werden wir aber erst in der nächsten Folge da machen. Beim nächsten Mal sind wir dann beim großen Preis in Miami. Und da werden wir dann den Rest alles machen mit dem Unterboden und so. Unterboden einbauen und all das. Oh, dann ATR-Zeitraum endet bald. Ja gut, dann ballern wir halt die restlichen Stunden des Zeitraums alles in das neue Upgrade dann gleich, beim nächsten Mal. Und Besucherzentrum im schlechten Zustand. Ja gut, das machen wir alles beim nächsten Mal dann auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, war's das für heute. Mal sehen, ob es weitergeht so gut. Und vor allem muss Alonso seine Fehlerquote, sage ich mal, einstellen. Ne? Also nicht mehr zu oft machen. Klar, Gasly hat irgendeinen Fehler gemacht in Imola, aber es war nur ein kleiner. Und der hat höchstens eine halbe Sekunde gekostet. Alonso ein Riesenfehler. Und dann noch eben stehen geblieben. Ja. Somit am Ende nur ein Platz 6 für ihn. Und Gasly der strahlende Sieger. Bis zum nächsten Mal dann. Und ciao.